Hallo, willkommen zu einem neuen Part von Battlefield 1 Open Beta. Heute spielen wir wieder Rush. Kann sein, dass wir jetzt zweimal hintereinander Rush gespielt haben. Ups. Na egal, dann spielen wir dann in den nächsten beiden Folgen zweimal hintereinander Conquest und dann ist alles wieder im Lot. Ne? Ja, dann spielen wir das, ja, dann spielen wir als nächstes wirklich mal Conquest. Und zweimal miteinander. We have armed objective apples. We have armed objective butter. We have armed objective apples. The enemy has defused objective butter. We have taken out objective apples. Objective butter. Nein, ist die da immer. Enemy artillery barrage to stop firing. Attack the new objectives. Thank you.
have armed objective apples. Objective apples. Wir sind da nicht fahren. The objective is ours! Good work! We have taken out objective butter. Wait for the enemy artillery barrage to stop firing. Attack the new objectives. Aber das kennt man ja. Wer zuerst schießt, stirbt zuerst. The enemy has defused objective apples. Ja, guck, wieder das gleiche wie eben. Ich schieße zuerst, werde natürlich als erstes umgebracht, meine Damen und Herren. Das ist ja wieder mal richtig gut hier, das Spiel. Absolute Kaufempfehlung. Ja. We have armed objective butter. Wait for the enemy artillery barrage to stop firing. Return to the combat area.
Ja, da war gar kein Räuber. Ja, genau, wie soll ich denn den sehen? Geht gar nicht. The enemy has defused objective butter. We have armed objective butter. The enemy has defused objective apples. Yeah. We have armed objective apples. We have taken out objective apples. Wait for the enemy artillery barrage to stop firing. Return to the combat area. New objectives. We have armed objective apples. We have armed objective butter. Thank you.
Ten. Ja, ja. Ja. Damit beende ich auch das Let's Play. Beim Battlefield bin ich ja jetzt nicht so gut. In Shooter allgemein nicht. Das mag gut aussehen. Das macht auch Spaß, wenn man es kann. Aber ich kann Shooter halt nicht. Und deswegen ist es ja jetzt unsinnig, einfach nur wegen Folgen weiterzuspielen. Deswegen tue ich das Let's Play beenden. Ich habe es gespielt. Das Spiel ist gut. Ich bin halt schlecht drin. Wie allgemein in Shootern. Deswegen tue ich das Let's Play beenden. Und das ist jetzt die letzte Folge. Aber Battlefield 1 kommt mir irgendwie schwerer vor als wie Battlefield 4. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ja. Ich werde mir auch die Vollversion des Spiels nicht holen, weil, wie gesagt, ich bin im Shooter nicht gut. Und deswegen, ja. Ich hoffe, dass wir uns in allen anderen Spielen wiedersehen werden oder wieder hören werden. Und bis dahin, tschüss. Bis dann.